Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Lasst uns heute über die häufigsten Stillprobleme sprechen und was man dagegen tun kann. Gleich zu Beginn des Videos möchte ich sagen, aller Anfang ist schwer. Gerade Stillen ist ja doch eine Sache, die sich viele Frauen wünschen. Da geht es ja um sehr viel beim Stillen. Man möchte sein Baby satt bekommen, man muss es satt bekommen. Und da steckt auch nicht wenig Druck dahinter. Und dann ist es natürlich eine Sache, ein Neugeborenes kommt auf die Welt und weiß noch nichts, kann noch nichts, hat zwar diesen Reflex, an der Brustwarze zu saugen, aber ist dennoch ein solcher Frischling, dass es schön wäre, als Mutter das Engelchen dann zu begleiten und dem Engelchen das Stillen beizubringen. Nun ist es aber gerade beim ersten Kind so, dass wir selber gar nicht wissen, wie Stillen funktioniert und wie wir das unserem Kind beibringen können. Und so ist es ganz besonders beim ersten Kind oft schwer, mit dem Stillen den richtigen Start zu finden. Ich weiß, wovon ich rede. Die ersten 2, 3 Wochen waren mit meinem ersten Kind. Es war eine Tragödie, wirklich. Stillhütchen haben wir gebraucht, ich bin verzweifelt, er hat ewig nicht getrunken, er war auch ein sehr schläfriges Baby, ja, die sind ja nicht so eifrig, manche Babys kommen auf die Welt und nuckeln sofort dran rum und manche Babys, die sind einfach so erschöpft von der Geburt oder haben einfach ein entspanntes Temperament und ja, können Stolpersteine in den Beginnen der Stillzeit liegen und deswegen lass uns da heute drüber sprechen. Dieses Video soll keine Angst machen, wenn du noch schwanger bist. Für alle Probleme lassen sich Lösungen finden und auch wenn beide Neulinge sind, gibt es auch ganz viele Fälle, in denen das problemlos sofort funktioniert. Also ein Video, das keine Angst machen soll, sondern unterstützen soll. Fangen wir mit der richtigen Stillposition an. Es gibt ein Video, in dem ich meine liebsten Stillpositionen ausführlich im Kanal zeige, da gerne einmal reinschauen. Aber es gehört trotzdem auch in dieses Video, denn gerade zu Beginn der Stillbeziehung neigen viele Frauen dazu, einfach verspannt zu sein und es dem Baby so recht wie möglich zu machen. Das sorgt dann dafür, dass man oft das Bedürfnis hat, die Brust zum Baby zu bringen, statt das Baby zur Brust. Und so kommt es, dass man an Tag 3 dann total verspannt und verkrampft ist und Rückenschmerzen hat. Und das gehört auf keinen Fall in eine Stillbeziehung. Eigentlich soll das Stillen entspannen und angenehm sein. Und deswegen wirklich der Tipp, gleich von Beginn an das Baby zur Brust zu führen und nicht die Brust zum Baby und eine wirklich entspannte Position versuchen zu finden. Das ist natürlich auch im Liegen anfangs, gerade direkt nach der Entbindung liegt man ja viel im Bett. Also da ist es auch noch gar nicht dieses aufrechte Sitzen. Aber immer den eigenen Rücken und die eigene Entspannung im Vordergrund sehen und das Baby ja bestmöglich an die Brust ranholen. Dazu gehört natürlich auch ein gutes Stillkissen. Auch alles schon im Kanal, gerne einmal durchklicken. Ein gutes Stillkissen ist meiner Meinung nach relativ groß und lässt sich um den Körper drum legen. Beziehungsweise im Liegen ist ja das Stillkissen gar nicht unbedingt dazu da, das Baby zu stützen, sondern das kann man sich dann hinter den Rücken legen. Und wenn man dann auf der Seite liegt, stützt einen das Kissen, dass man nicht nach hinten rutscht bzw. nicht verkrampft in der Position auf der Seite liegen muss. Genaueres dann in dem anderen Video. Wunde Brustwarzen. Können wahnsinnig schmerzhaft sein, gerade in den ersten Tagen. Und solltest du gerade mit Tränen in den Augen dieses Video sehen, ich habe ganz großes Mitgefühl mit dir. Ich hatte wirklich in allen 4 Stillbeziehungen ganz schmerzhafte Brustwarzen in den ersten Tagen. Es ist ja klar, die Brustwarzen sind so etwas Sensibles und unsere Engelchen, die ziehen da wirklich ihre Nahrung raus, gnadenlos, schonungslos. Und man kann sich in den ersten Tagen gar nicht vorstellen, wie das jemals aufhören soll, weh zu tun. Und ich habe mich auch schon immer gefragt, was sind das für Heldinnen? Was erleiden sie für einen Schmerz? Aber nein, die Brustwarze gewöhnt sich daran und der Schmerz verfliegt. Nichtsdestotrotz, auch wenn man im Hinterkopf nun weiß, in ein paar Tagen sind die Schmerzen vorbei, die Schmerzen sind so stark,
unter Umständen, dass man das wenig aushalten kann. Deswegen viel die Brust nach dem Stillen, die restliche Milch um die Brustwarze vorsichtig verteilen und ein bisschen oben ohne rumlaufen oder oben ohne im Bett liegen. Nicht immer sofort gleich den BH drauf oder das Bustier draufpacken. Dann kann man, also Muttermilch hat eine wundervoll heilende Wirkung, auch später dann für den wunden Po, anderes Thema. Man kann eine Wollfettsalbe drauf tun. Die gibt es in der Apotheke und ja, die hilft sehr, sehr schön. Also einfach auf die Brustwarze drauf und einwirken lassen. Das ist auch nicht schädlich fürs Baby übrigens, gerade weil es ja häufig an die Brust möchte. Da will man ja nicht, dass es irgendwelche Substanzen im Mund bekommt. Deswegen auch immer mit der Muttermilch anfangen, aber auch Wollfett ist völlig in Ordnung. Es gibt noch die Möglichkeit, schwarze Teebeutel, also den schwarzen Tee einmal zu kochen, also mit heißem Wasser übergießen, abkühlen lassen und dann auf die Brustwarze drauf zu träufeln. Da sind Gerbstoffe drin, die die Heilung fördert. Da wäre es dann allerdings so, dass man vor dem nächsten Stillen einmal ja, die Schwarzteereste entfernen sollte. Die sind natürlich nicht geeignet für neugeborene Babys. Und dann ist man auch wieder viel am Reiben an der Brustwarze und idealerweise kommt da gar nichts ran. Das tut so weh, dass man nicht in Berührung kommen möchte mit den Brustwarzen, sondern am besten die ganze Zeit ja, viel Frischluft. Dann kann man natürlich ein bisschen mit der List rangehen und das Engelchen an eine Seite erstmal stillen lassen, die zweite Seite ein bisschen schonen lassen und dann erst beim nächsten Durchgang die nächste Seite legen, damit sich diese Seite erholen kann. Es ist so ein bisschen, es geht nicht ganz gerade anfangs, sie wollen viel, sie wollen an beide, sie müssen auch an beide Seiten wegen der Milchmenge, Milchproduktion, die ja erstmal angeregt, angekurbelt werden soll. Aber ich sage so, paar Minuten hinauszögern, dass da ein bisschen eine Schonung reinkommt. Dann, das ist jetzt ein am Rande Tipp, ein unter der Hand Tipp. Ich hatte wegen meiner starken Nachwehen Ibuprofen bekommen. Und also die Nachwehen sind jetzt nach der ersten Entbindung, macht euch keine Sorgen, die Nachwehen sind überhaupt kein Problem. Aber ja, nach dem dritten Kind hat man schon starke Nachwehen. Es ist verrückt, die echten Wehen werden weniger und die Nachwehen werden mehr. Und die taten sehr weh, da habe ich Ibuprofen bekommen und das hat auch das Schmerzen bei den wunden Brustwarzen verhindert. Aber wie gesagt, off-topic, da vorher mit dem Arzt drüber sprechen. Also, ne? Dann können Stillhütchen helfen. Stillhütchen, das ist jetzt ein Tipp aus der Community, eigentlich ziemlich clever, wie ich finde. Ich habe ja bei der ersten Stillbeziehung Stillhütchen bekommen, weil mein Kleiner es nicht verstanden hat zu saugen und die Brustwarze nicht richtig gefunden hat. Ich nicht verstanden, ob ich ihm die in den Mund stecken soll. Aber tatsächlich bei sehr wunden Brustwarzen kann man auch Stillhütchen vorübergehend benutzen. Und somit hat die Brust keinen Zugschmerz. Und ja, das Engelchen kann trotzdem trinken, die Milchproduktion wird trotzdem angeregt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Hat jetzt auch ein bisschen mit den Stillhütchen zu tun. Manche Babys leiden unter einer Saugverwirrung. Und da ist es natürlich schön, wenn man gerade in den ersten Tagen, also ist jetzt der nächste Punkt quasi, das Engelchen nur an der Brust trinken lässt. Manche Babys müssen zugefüttert werden. Es sind tatsächlich aber nur sehr, sehr wenige. Deswegen versuchen, an der Brust zu bleiben mit dem Engelchen, nicht hin und her switchen zwischen Flaschenmilch und Brustmilch. Das kann man bei größeren Babys übrigens problemlos machen. Ja, diese Saugverwirrung ist nur ein Thema in den ersten Wochen und später. Und Babys sind so intelligent. Die kriegen das hin, zu unterscheiden zwischen Brust, Schnuller und Flasche. Aber in den ersten Tagen würde ich wirklich versuchen, nur die Brust zu geben und auch mit dem Schnuller. Für alle, die jetzt neu im Kanal sind, ich habe ja meine Kinder ohne Schnuller großgezogen. Da habe ich ein ausführliches Video zu, könnt ihr gerne reinschauen. Aber also, wenn du dich für einen Schnuller entscheidest, was ja die meisten machen, dann warte die ersten Wochen ab, bis dein Engelchen wirklich das Trinken aus der Brust gelernt hat und dann da nicht groß verwirrt wird. Okay, es gibt natürlich auch Babys, die können alles, aber jetzt, wir reden ja hier über problematische Stillbeginne, problematische Stillbeziehungen. Bei wunden Brustwarzen kann man auch ein kleines bisschen vorbeugen, indem man von Anfang an die gesamte
Brustwarze inklusive noch den Rand um die Brustwarze, also den ganzen Vorhof dem Baby in den Mund steckt. Kleine München kann natürlich nicht alles greifen, deswegen einmal die Brust so zusammenquetschen, dass es wie so ein flacher Schlauch ist und dem Kind richtig in den Mund reinschieben, dass sich die ganze Brust hinten an den Gaumen legt und dann die Zunge von unten gegendrücken kann und dann die ganze Milch raussaugen kann. Das ist ja auch nicht leicht, ne? Die Milch da rauszusaugen. Und das schont natürlich auch die Brustwarze. Und auch ganz wichtig, also ich meine, wenn man das am Anfang nicht weiß und ja, wir haben ja ganz häufig eben nicht mehr die große Schwester oder die beste Freundin, die da viel Erfahrung hat und einem das zeigen kann mit dem Stillen, dann ja, steckt man so ein bisschen im Mund und gerade der Bereich um die Brustwarze ist anfangs wirklich sehr, sehr, sehr sensibel. Deswegen schön viel Brust in den Mund reinstecken. Klar, wenn die Brust sehr voll ist, warmen Lappen drauf, ein bisschen ausstreichen vorher, dass man die überhaupt so flach kriegt. Der Milchstau ist ja auch ein bekanntes Thema, gerade wenn der Milcheinschuss kommt oder in der Zeit danach, in dem die Milch noch so viel produziert wird, dann bilden sich ja auch so Dellen in der Brust, sie wird ein bisschen wärmer häufig und ja, man hat das Gefühl, sie platzt aus allen Nähten und da kann man wirklich mit Wärme gut arbeiten, unter warmem Wasser ausstreichen, so ein bisschen so gegenstreichen, vorsichtig. Man könnte auch Milch abpumpen, aber ich finde, das Milch abpumpen, also das steigert zum einen die Milchmenge, was im Grunde genommen ganz groß und ganz nicht schlecht ist, aber gerade zum Zeitpunkt des Milcheinschusses, da hat man ja so viel Milch, dass das Ausstreichen angenehmer ist, gerade bei so einer übervollen Brust. Nichtsdestotrotz, wenn es sehr schmerzhaft ist und man mit dem Ausstreichen nicht zurechtkommt, das ist ja auch so eine Technik. Das erfordert auch ein bisschen Übung, wo man, das ist quasi Melken, ja die Hände, also dieses so ausstreichen, das kann man nur wirklich nur bei einer Brust, die schon viel Milch gegeben hat und wo die Milchkanäle geweitet sind, sprich nach ein paar Monaten oder Wochen, je nachdem. Aber ganz zu Anfangs geht das eben noch nicht so gut und da muss man die ganze Brust in die Hand nehmen und von oben nach unten quetschen. Das kann ein bisschen wehtun, deswegen Wärme hilft, warmer Waschlappen. Ja, danach, wenn es dann schlimmer wird, der Milchstau nicht, wenn bei dem Milchstau dann keine Erlösung kommt, ach so, ja, natürlich, und das Baby anlegen. Anlegen, anlegen, anlegen. Von allen Seiten. In der Position, in der Fliegerposition, Footballposition, im Liegen, im Sitzen. Also diese ganzen Positionen, da gerne nochmal ins andere Video reinschauen. Denn wenn das Baby das Kinn beim Saugen immer an einer anderen Stelle hat, werden die Milchkanäle optimal an den anderen Stellen entleert. Also sprich, wenn es jetzt hier so liegen würde, wäre ja das Kinn wäre da. Dann würden die Kanäle angesprochen werden. Wenn es mehr so liegen würde, da ist das Kinn. Boah, ich habe kein räumliches Vorstellungsvermögen, würden die Kanäle angeregt werden. Und gerade wenn man dann im Liegen das Kind von hier hinten holt, kann man an diese Kanäle ran, die ja auch ganz oft so ja, voll prall mit Milch gefüllt sind. Und dass man einmal ringsrum entleeren kann. Wenn es dann sehr, sehr schlimm wird, dann kann es zu einer Mastitis kommen. Das ist eine Brustentzündung und ja, da wird die Brust wirklich hart, heiß. Du bekommst Fieber, Schüttelfrost, bist sehr erschöpft, sehr schmerzempfindlich und dann wirklich zum Arzt gehen. Lieber einmal zu wenig als einmal zu wenig, weil das ist wirklich ein ganz sensibler Bereich, wo man sich auch schnell helfen kann. Das ist kein, also da gibt es wunderbare Antibiotika, mit denen man auch weiter stillen kann, aber da muss man sich auf jeden Fall ärztliche Hilfe holen. Also bei Fieber, Schüttelfrost und wirklich dieser prall gefüllten, heißen, pochenden Brust zum Arzt gehen einmal. Dann gibt es ja auch die Fälle, die ebenfalls für einen, ja, ich sag mal, problematischen Stillstart sorgen können. Ihr Lieben, ihr habt ja vielleicht in meiner Instagram-Story gesehen, dass es wahnsinnig spät ist und dass wir hier totales Chaos vorm Dreh hatten. Egal. Zu wenig Milch, das gibt es ja natürlich auch und das kann ebenso ein Problem in der Stillbeziehung zu Beginn sein. Dem habe ich natürlich auch ein langes Video, ein ausführliches Video gewidmet, aber das Zauberwort, die sage ich natürlich jetzt hier auch in diesem Video, Baby anlegen, 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 anlegen,
keinen Schnuller benutzen. Immer wenn das Baby was möchte, sofort Brust reinschieben. Es gibt tatsächlich einige Frauen, es sind aber sehr, sehr wenig, die dann auch weiterhin zu wenig Milch behalten. Aber die allermeisten können mit viel Anlegen das Baby viel an sich tragen, denn durch diesen permanenten Körperkontakt wird Oxytocin ausgeschüttet und durch das Oxytocin wird die Milch gebildet und kann schön fließen. Das ist ein wunderschöner Kreislauf, also das Baby viel bei dir haben und immer anlegen und beim Stillen auch anschauen, nicht aufs Handy schauen, sondern wirklich dein Baby beim Stillen dir angucken. Dann fließt die Milch und wird durch das häufige Anlegen, der Bedarf regelt die Nachfrage, nee, der Nachfrage regelt den Bedarf, angeregt und die Milch wird mehr. Bevor wir zum letzten Punkt kommen, möchte ich euch einmal mein zweites Buch, Du bist die beste Mama für dein Baby, empfehlen. Ein Ratgeber für Babys erstes Jahr mit allem, was man ja über diese aufregenden 12 Monate wissen möchte. Und natürlich widme ich in diesem Buch auch ganz ausführlich dem Thema Stillen mit allen Positionen, wie es am besten und am leichtesten klappt, aber natürlich auch Ernährung der Mama und allen weiteren spannenden Themen durch Babys erstes Jahr. Überall im Buchhandel oder ich verlinke es auch unter dem Video, kann es bestellt werden. Ja, ganz viele Babys bevorzugen eine Brustseite. Ich glaube, das kennt fast jede Mama und man versucht dann immer so, und man selber bevorzugt ja wahrscheinlich auch eine Seite. Das ist ganz klar, man ist ja entweder Links- oder Rechtshänder und hat ja nun mal eine Lieblingskörperseite, mit der man einfach lieber die Dinge tut. Und ich fand es zum Beispiel toll, wenn mein Baby an meiner linken Brust getrunken hat und ich hatte die rechte Hand immer irgendwie frei. Also das war meine Lieblingsseite und das war auch für all meine Kinder die Lieblingsseite. Aber man hat ja auch das Bedürfnis, das so gleichberechtigt zu behandeln und denkt ja, sonst wäre alles nicht in Ordnung. Und dann quält man sich manchmal mehr, manchmal weniger auf diese Seite, um irgendwie ein Gleichgewicht herzustellen. Und ich möchte ganz erstmal den Druck aus der Situation rausnehmen. Beispielsweise Mamas mit Zwillingen, die haben per se nur eine Brust für ein Kind. Also das Gleichgewicht herstellen zu wollen, ist schön, gut, richtig, aber wenn das nicht immer funktioniert, ist das kein Problem. Man sollte jedoch an einige Sachen, die sollte man überprüfen. Zum einen, Babys mit Ohrenschmerzen, die bevorzugen eine Seite. Gerade das schmerzende Ohr möchten sie nicht an der Brust dran haben, verständlicherweise. Babys mit einer vollen Nase ebenso bevorzugen auch eine Seite. Dann manche Babys, und das wird ganz oft nicht erkannt, weil es einfach, ein Baby kommt nicht auf die Welt und wird geröntgt, sondern manche Babys erleiden einen Schlüsselbeinbruch unter der Geburt. Die bevorzugen auch ganz oft eine Seite. Oder sind durch irgendwas, durch diese, ich meine, das ist ein anstrengender Akt für das Engelchen, durch unser schmales Becken durchgequetscht zu werden. Und da kann es natürlich zu kleinen Blockaden kommen. Und ganz häufig merkt man dann eine solche Blockade eben daran, dass das Baby den Kopf zu einer Seite nicht drehen möchte, zur anderen aber schon dreht. Und das sind Merkmale eben, dass ein Baby dann auch nur eine Brust bevorzugt. Deswegen würde ich immer empfehlen, wenn es da Auffälligkeiten gibt und es nicht nur so ein gemütliches, ach, ich mag die Seite mehr als die, sondern wenn es wirklich das Kind eine Brust verweigert, würde ich immer einmal mit dem Arzt drüber sprechen und da genauer hinschauen lassen oder zum Orthopäden gehen, einfach um das auszuschließen. Das heißt ja nicht, dass da was ist, aber einfach um auf Nummer sicher zu sein. Dann kann man auch ein bisschen versuchen, das Baby auszutricksen. Also jetzt nehmen wir mal an, da ist nichts, alles gesund. Ja, dann kann man versuchen, das Baby so ein bisschen auszutricksen. Und zwar, das habe ich ganz häufig gemacht. Also, Baby will da nicht ran, da ist aber voll und ich will, dass da entleert wird. Außerdem will ich nicht, dass da die Milch versiegt. Ja, wenn man da zu wenig trinkt, dann geht die Milch auch irgendwann weg. Also, mit einem warmen Lappen die Seite ein bisschen einmassieren, ja, bis so richtig schön die Brust geschmeidig ist und man schon merkt, die Milch fließt leicht hinaus. Dann Baby an die Lieblingsseite anlegen und dann merkt man schon, wie es hier so ein bisschen tröpfelt. Und dann, also das Baby liegt so, hier Kopf, hier Füße. Und dann das Baby so rumnehmen, dass es quasi nicht im Körper gedreht wird, sondern dieselbe Position behält, aber die Füße dann nach hinten wachsen und der Kopf dann da ist und dann da weiter trinken lassen. So ein kleiner Trick 17, den man sich im Hinterkopf merken kann. Dann kennen sehr viele Mamas
das Brustanschrei, Brustanschreiphase, großes Thema, hatte ich auch mit allen Kindern. Sie sind hungrig, sie wollen was trinken, man hält sie an die Brust und sie schreien die Brust nur an. Dazu mache ich aber ein extra Video, es ist zu lang, ein zu großes Thema, das kommt dann im nächsten Video ausführlich dran. Also schaltet gerne ein, wenn es euch interessiert. Und ja, schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr euch das Video angesehen habt. Ich hoffe, es konnte ein bisschen weiterhelfen. Wenn du neu im Kanal bist, dann freue ich mich über ein Abo und natürlich auch über einen Daumen hoch. Das honoriert die Arbeit hier im Kanal. So, jetzt verabschiede ich mich von euch. Tschüss, ciao, wir sehen uns im nächsten Video wieder und du bist die beste Mama für dein Baby.